treffen mit mir. Das wird schwierig. Aha, wo ist das Problem? Ich habe Gründe dafür, dass ich nicht rausgehe. Nicht rausgehe. Dass ich nicht in der Lage bin, rauszugehen, vielmehr. Deshalb kontaktiere ich euch auf diesem Weg. Hat der irgendwo festgehalten? He can't go out? Oder gefangen gehalten oder so? Moment, ich verstehe. Ihr stehlt die Sinne der Menschen direkt. Das wird die Sache schwierig machen. Extrem schwierig. Wartet mal. Ich denke nach. Okay, es ist zu schade, aber ich sage den Deal ab. Hört auf, wegen Futaba Sakura herumzuforschen. Oh, da hat er aber jetzt kalte Füße auf einmal gekriegt. Wegen dem direkten Treffen. Und als wir angesprochen haben, dass... vergiss, dass das jemals passiert ist. Ich werde euch nicht der, auch nicht der Polizei melden. Keine Sorge. Tut mir leid, dass ich eure Zeit in Anspruch genommen habe. Wenn ihr mich dann nun entschuldigt. Was ist das denn jetzt? Ja. Warte mal eine Sekunde. Ich sagte, der Deal ist gestorben. Wir werden nicht nochmal miteinander sprechen oder nie wieder. Erwartet nicht, dass ich euch nochmal kontaktieren werde. Wir sind hier noch nicht fertig. Ach, scheiße. Huh? Did he just shut the whole operation down? Ja. This doesn't make any sense. Not only can Alibaba not go out, but he won't let us meet Futaba either. Well, it's none of our business now. We can't contact him anymore. But what do we do about Medjed? We won't be able to get Alibaba to help us with them now. Auch wieder wahr. Maybe they were just pranking us. They made that huge declaration, but they ain't done nothing since. I bet we got him freaked out. You mean they backed out because they're afraid we'll change their hearts? Yep. And now it'd just make them look lame if they came out and apologized. But... I guess with Alibaba and Medjed out of the picture, can we just say this case is closed? Sicher? You do have a point. Irgendwie schon, aber... Hm. I guess it is safe for us to relax a little. Wie schnell sich die Dinge doch ändern können. Oh yeah! Remember Kaneshiro's treasure? Prepare to have your minds blown! We got 150,000 yen! Heilige Scheiße! 150,000! That's awesome! We can really go all out with that kind of money! Yeah! Let's make up for what happened at the fireworks festival. Oh yeah. We gotta go eat something fitting for the Phantom Thieves' worldwide debut! Weltweites Debüt? Where would be good? Ist dieser Dings da nicht mit Medjed jetzt weg? Ooh, how about sushi? I could really go for some eel too. Sushi und Aal? The best method is to fill yourself on ginger before beginning to eat sushi. That is my master technique. Oh Gott. You don't need to do that this time. Actually, definitely don't do it. Okay? I'm all for sushi. You're okay with that too, right? Yeah, yeah. Sushi ist in Ordnung. Aber irgendwelche anderen Ideen? Nope. I want sushi. Ach, toll. All right. We'll go tomorrow night. Morgen Nacht?
Okay, ja. Aber ist nicht am Montag diese Versammlung? Ich frage mich, was dieses ganze Magic-Zeugs nun war. Oder ob dieses ganze Magic-Zeugs nur ein Streich war. Nun, da ich darüber in Ruhe nachdenke, es ist seltsam, dass sie tatsächlich noch nicht irgendwas getan haben. Wenn es ihr Ziel ist, die Phantomdiebe ins Visier zu nehmen, dann sollten die doch mittlerweile was gemacht haben, wenn man unseren Ruhm bedenkt. Wenn man es so betrachtet, dann wirft es für mich auch Fragen auf. Besonders nachdem sie uns provoziert haben und uns so theatralisch provoziert haben, ja. Ja, wie auch immer, es wäre das Beste für uns, wenn wir mit einer Gegenmaßnahme dem entgegentreten. Für den Moment sollten wir vorsichtig das Sushi genießen. Das ist alles, was wir tun können. Irgendwas stimmt da doch nicht. Ich habe das auch gedacht. Ich kann es nicht wirklich in Worte fassen. Yusuke hat recht. Tut mir leid, dass ich das jetzt hier hervorbringe, aber auf an dem Tag vor unserer und dann auch noch am Tag vor unserer Party. Kopf hoch, Makoto. Wir werden nun Sushi wie Könige essen morgen. Ich hoffe, eine besondere Person legt ihr bestes Verhalten an den Tag. Ich werde mich davon abhalten, zu sagen, wer das ist. Du redest da besser nicht von mir. Ja, wer konnte es denn sonst sein, ne? Ich habe keinen blassen Schimmer. Naja, wir speichern erstmal ab. Dann feiern wir erstmal wie Könige, dass sich dieser Fall quasi von alleine erledigt hat. Hey! Well then. Und schauen mal, was der Sonntag bringt. Ja, und dann sind ja morgen noch diese Versammlung. Oh. You seem quite busy, Sai-san. I take it you're stuck in the middle of everything. The Phantom Thieves made a mockery of us when they brought down Kaneshiro. And to make matters worse, Medjid, who has been dormant for some time now, just declared war on them. How much more can they screw us over? Oh. Die armen Polizisten und Staatsanwälte. Stress is bad for the skin, you know. Did you come all this way simply to be sarcastic? Echter Bill Murray ist das ja schon. How about you listen to my deductions for a change of pace? You may think it absurd. But don't you think the case you are pursuing and the actions of the Phantom Thieves overlap somehow? What are you basing this off of? The one point of commonality across all cases is how those involved have an unforeseen change of heart. I've suspected that myself, but those suspicions are unfounded. I told you at the beginning that this was only a deduction. Er hat ja gar nicht mal Unrecht. These just Phantom Thieves are riling up the public. However, that is a disguise. Ah, und wofür ist das ein, Their true goal is terrorist action by way of psychotic breakdowns. Is that too much? Ah, klar. There's nothing at the moment that falsifies that claim. Terroristen sind wir. Have you mentioned this to the police? I'd never tell them such things. Ja,
Die würden ihm wahrscheinlich nicht glauben, ne? Weil er aus der High School ist. The only value they have to me is in their mobility and organizational capabilities. It seems having you lend me a hand has paid off. I'm glad to hear that. What about your case, Sae-san? Did you learn anything from the guardian of that mental shutdown victim's daughter? Tochter von dem mentalen Zusammenbruch. Nothing at all. I see. Heißt das? Now, what should my next action be for our victory? Handle the Phantom Thieves without remorse. Oh, man. Use any means necessary to win. That's how I would deal with them. Das klingt verbittert. Very well. This seems to be fun for you. Are you on to something? Ich glaube, auf irgendeiner Droge ist er. No, not at all. Well then, to our victory. Stoßen jetzt mit Champagner an, oder wie? Oh Mann, aber das klingt gefährlich da. Also die Tochter eines Opfers mit einem mentalen Zusammenbruch. Okay. Sushi, ja, der Ort ist in Ginza, nicht wahr? Sollen wir den gleichen Zug nehmen von Shibuya? Oh ja, eine neue Location, ja, ist auch cool. Ja, dann hoffen wir doch mal, dass es da gutes Sushi gibt, was sein Geld wert ist, ne? Ich meine, 150.000 Eier ist schon, Alright. Da kann man schon ein paar ordentliche Portionen Sushi essen, denke ich mal, ne? Da sind wir. Man, the flounder is out of this world. That texture. I don't see any prices listed here. It's called market price. Don't worry about it. We got the cash. So good. Oh, yeah. Is the fatty tuna ready yet? Ach, der schon wieder mit seinem Thunfisch. Hold your horses. And don't talk! By the way, is Boss really the kind of person who would abuse someone? Hast du das nicht vorhin schon mal gefragt? That again? I can't get it off my mind. Especially if it means he could be taken to court. What kind of person is he? Do you truly believe he'd do such a thing? Ja, er ist ziemlich streng. Oh, because of your record. Ja, aber dass der so weit gehen würde. If it's really true about the abuse, he'd be a no good jerk pretending to be a guardian. Stimmt. Maybe the chief is the one who needs a change of heart. Möglicherweise. Hold on a sec. About that. I actually got curious after our conversation and checked his name in the nav. Und? Sounds to me like there wasn't a hit. Right. Anything beyond this is his family's problem. We probably shouldn't get any more involved. Ist vermutlich für das Beste. Wait! You think Alibaba could be Boss's ex-wife? He must have cheated on her, and that's where Futaba came from. Oh, okay. Mr. Watson, noch weitere Einfälle? Doubtful. Kannst du es beweisen? Your imagination has run rampant. Hey, es könnte auch so richtig sein. How foolish.
Still, this is delicious. I've never experienced anything quite like it before. Man, and it's all thanks to us being the Phantom Thieves. Crap. Oh man, Yuji. Fantastic! This sushi is delicious! Yeah! The fish is so fresh! Oh, God. Everywhere we go, we hear about these phantom thieves. What rubbish. Ah, ist ja gerade nochmal gut gegangen. Think about where we are, Ryuji. Sorry, it just kind of slipped. Ja. Langsam kann ich das... My apologies for bringing up Boss again. We should just enjoy the food. Langsam kann ich Ihnen das auch nicht mehr verzeihen, dass ihm ständig da was rausrutscht. Das hat uns nämlich auch schon bei Makoto in Schwierigkeiten gebracht. Ijima-san, what are you doing here? Oh, großartig. Akechi-kun. Akechi? You're the ones from the TV station. Could it be that you're friends of Nijima-san? Do you know this guy? It's nice to meet you. My name is Akechi. Glad to make your acquaintance, Yusuke Kitagawa. How do you know my name? Well, because I'm a psychic, of course. Psychic boss. I'm only joking. In truth, I'm a rookie detective. You're a former pupil of Madarame, right? I have actually just recently joined the investigation team looking into the Phantom Thieves. Did you see that Mejed has declared war on them? War? Their website was updated just a moment ago. Oh. Okay. For real? Ah, English again. Wait, what? Wir sollten wir da. What's it say? Wir sollten da doch jetzt nicht vor ihm so aufgeregt sein. Huh. Why do you seem so agitated? Ja. Oh Mann. Oh, Oh Gott. She's a huge fan of the Phantom Thieves. A total nutjob for him. I don't know how wise it is to be a fan of groups like them. What is with these comments? My apologies. I didn't mean to butt into your conversation. But I must say, this is an interesting group. Prosecutor Nijima's sister, an ex-pupil of Madarame, and a few Shujin Academy students. Oh, scheiße, Mann. It seems you're all connected to the Phantom Thieves. Perhaps you have better intel than I do. Der Kerl ist gut. Wir haben ein bisschen Mist gebaut hier mit unserem. Ah, yes. I wanted to ask you something. Verhalten. Regarding this whole Mejed commotion, if you were one of the Phantom Thieves, what would you do? Ich würde das Land in die Luft sprengen oder die Welt. Mir ist es aber eigentlich ziemlich egal. Ich glaube, das ist die beste Antwort. Unsurprising. I suppose you aren't interested in such gossip. Nee, ich kaufe mir nicht jeden Morgen die Bildzeitung. Sorry to disappoint, but we're just normal high school kids. If anything, we want to hear what you gotta say, Mr. Detective. Stimmt. My profiling of the Phantom Thieves has led me to believe they are a group of juveniles. They have a relative amount of free time after school and a hideout to slip away to. Der ist gut. Das muss man ihm lassen. Furthermore, considering Kamoshida was their first target, it seems they began activity around April.
In a way, all I've just said about the Phantom Thieves coincides with the group you have here. Oh. Heilige Scheiße, Mann. What? You gonna report us? I didn't say I was being suspicious of you. Ryuji ist ein Phantom-Team. Du bist doch hier der Verdächtige. I wasn't anticipating that response. You always find a way to rise above my expectations. Mit deinen ganzen Annahmen hier. You really are an intriguing one. I lack your calm mannerisms, but don't you think my deduction is an interesting one? Eher eine nervige. I bet we'd make a great team if we worked together. Ja, meinst du? What the hell are you saying?